Hallo und herzlich willkommen zurück. Da hat mir das Mikrofon gerade ins Gesicht geschlagen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu laut. Hi. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur 167. Folge von Project Unstable 4. Da. War das auch in uns? Was machen wir heute? Und zwar das, was ich. Huch. Was ich schon ein bisschen länger machen wollte. Und zwar bauen wir das hier nochmal um. Also kommt von unten. Ich habe nämlich da unten noch ein bisschen was umgewerkelt gehabt. Ja, wir werden noch ein bisschen was umbauen. Wir werden die Wasserversorgung ein bisschen schöner machen, dass wir theoretisch immer und überall Wasser abgreifen können. Ohne großartig Probleme. Denn eigentlich kann ich das Ding ja auf. Mensch. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Das ging auf jeden Fall früher. Ich finde meinen Yeta-Range gerade nicht. Und hier. Ja doch, man kann es auf Output stellen. So, das hier ist dann Auto-Output-Mode sozusagen. Und dann will ich mal gucken, ob wir damit vielleicht einen Ender-Tank dann füllen können, dass wir praktisch direkt einen Auto-Output-Mode haben. Ein Ender-Tank. Die Dinger kommen weg. Den Ender-Tank brauche ich dann nicht mehr. Das kommt alles auch weg hier, die ganzen Kabel nach hier hinten. Das kommt weg. Wir werden noch ein bisschen was ersetzen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch Capacitor Banks? Ich habe noch eine Vibrant. Eine Vibrant habe ich noch. Dann machen wir nochmal 3 Vibrant mehr. Dann haben wir das. Wir haben auch mittlerweile genügend Stahl immer. Wir haben 2000 Stahl. Es geht eigentlich von dem Eisen, was da jetzt noch drin ist. Es ist jetzt kein ganzes Deck, der noch drin ist. Ich meine, wir haben genügend. Wir können es uns leisten. Wir haben mehr mittlerweile. Sehe ich ja jetzt erst. Wir haben 61.000 Gold und 63.000 Kupfer. Ja, ne? Es ist so eine Menge. Also, ja, wenn wir irgendwas nicht craften können, dann ist irgendwas kaputt. Ich meine, wir haben ja auch hier 2000 noch von diesem Surtis Quartz. Also, ja, wie gesagt, sollte kein Problem sein, irgendwas zu machen. Hier sollte ich auch mal hier zu bauen. Und ich würde auch gerne. Muss ich mal gucken. Ich würde nämlich gerne den Cauldron ein bisschen automatisieren. Denn ich hatte ja gesagt, so ein Ziel wäre eigentlich, dass wir vielleicht irgendwie es schaffen. Ich bin mir noch unsicher, ob wir es schaffen. Soulforged Steel zu automatisieren. Denn wir brauchen davon einen Haufen für diese Rüstung. Und ich will die einfach mal machen und will mal gucken, wie gut die ist. Ja. Wahrscheinlich nicht so gut wie manch andere, aber das ist ja praktisch so bestimmte Rezepte automatisieren. Dass wir beispielsweise vielleicht die Soul-Uhren automatisieren. Das wäre auch interessant. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich dann ein langfristiges Projekt, wo viele Folgen sitzen, aber das wäre vielleicht ganz interessant, das mal zu machen. Gut. Dann würde ich aber sagen, zuerst mal kümmern wir euch heute um die Energie und ihr könnt mal sagen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr sagt ja, dann machen wir es und wenn ihr nicht sagt, dann machen wir es auch. Also, erhebt eure Stimme, wer das nicht sehen wollt. Okay, wir brauchen, habe ich, Moment. Und zwar mein Problem ist nämlich, wir haben hier, haben wir 1, 2, 3, 4 Capacitor Banks. Diese 1 Millioner Capacitor Banks. Das ist alles schön gut. Wir haben hier drüben aber nochmal 4 Millionen Capacitor Banks. 4, 25 Millionen. Dadurch haben wir 100 Millionen hier drin. Dann machen wir nochmal hier 100 Millionen hin. Und dann werden wir mit Dimension Transceiver Strom von unserer Hauptbase hier rein transportieren und dann von hier woanders hin. Das ist so ein grobes Ziel. Das heißt, ich brauche eigentlich noch mehr Capacitor Banks. Wo hängt er? Oh, er craftet noch Alloy. Crafting 8. Oh Gott. Okay. Ja, das dauert einen Moment. Ich kann ja trotzdem schon mal gucken. Und zwar hatten wir hier, wenn ich mir recht entsinne, hatten wir hier den, genau, den Dimension Transceiver. So, und das war Send Base Power. Okay. Das müssen wir dann noch umbauen. Sodass praktisch der Send Base Power von hier kommt. Send Quantum Bridge. Ja genau, dass wir Quantum Bridge eigentlich rausnehmen, weil Quantum Bridge haben wir ja gar nicht mehr. Haben wir überhaupt irgendeinen Transceiver noch, der von der Quantum Bridge nimmt? Nee, ne? Nehmen wir nicht mehr. Ich überlege gerade, aber mir fällt nichts ein. Huch. Meine Stimme verlässt mich wieder ein bisschen.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Wir haben hier unten eigentlich alles auf die anderen Transceiver gestellt. Hier der Strom kommt direkt von oben unserem Speicher. Und hier unten haben wir auch nur Base Power. Basic Resources. Wo kommt denn der Mist jetzt schon wieder her? Ah, hier. Ich bin falsch. Hier. Receive Base. Okay. Gut, ja, dann Main Power. Warum habe ich Main Power und Base? Dann nenne ich einfach mal Base. Also, wir setzen jetzt mal hier drüber Base einfach. Kann ich die eigentlich umbenennen irgendwie? Nee. Okay. Schade. Gut, also Base ist Send, Quantum Bridge ist weg. Okay, also wir senden jetzt hier drüber die Base. Irgendwas hat aber trotzdem Strom genommen, weil wir 300 verbrauchen. Und das machen nicht die Dinger hier. Kann mir jedenfalls nicht vorstellen. Mal gucken. Mal gucken, ob noch irgendwas uns zusammenstürzt hier. Weil ich meine, das Ding kriegt ja seinen Strom woanders her. Das hier unten eigentlich auch. Den Dimension Transceiver hatte ich ja hier auch weggebaut. Der hier ursprünglich stand, ist ja auch weg. Eigentlich sollte es wirklich nirgendwo mehr sein. Was kommt hier an? Base. Okay. Ist alles Base Power. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal hier oben den Transceiver weg. Beziehungsweise sagen dem Transceiver mal, dass er erstmal nichts mehr senden soll. Und gucken mal, was in unserer Base hinten passiert. Strom verbraucht ist exakt der gleiche. Okay. Test. Craft man das so, weil von einem. Was weiß ich, von einem Enderman. Ah ne, das wird nicht so, weil wir drüben genügend Strom haben. Mensch. Ich muss jetzt gucken, ob wir hier leer laufen. Eigentlich. Das Ding ist noch voll. Die Dinger arbeiten auch überhaupt nicht. Sie geben aber Strom ab. Der Strom geht hier rein, der Strom geht hier hoch. Okay, wir probieren mal, was passiert, wenn ich das jetzt hier kappe. Okay. Wir bekommen noch Strom von hier oben. Das heißt, wir gucken mal hier. Das ist voll. Das Ding eigentlich nimmt's ab. Ja, sind ab, glaube ich, ne? Das ist ja logisch. Da sind ja ein paar Maschinen angeschlossen per Kabel. Und die brauchen natürlich dann den Strom ein wenig anders. Dann machen wir mal hier oben das Ding gleich mal umstellen. Und nehmen das mal mit. So. Packen das mal hier oben drauf, weil das ist der stärkere. Danke. Mal gucken, ist das hier eigentlich. Das ist auch relativ voll. Okay. So, das Ding ist eigentlich das stärkere. Wir haben aber trotzdem maximal, glaube ich, nur. Der Buffer hat 40. Okay, also wir können mit 40.000 rausgehen. Dann baller ich es direkt an. Baller ist hier so daneben. Bup. So, und danach bekommst du Receive Base. So, okay. Dann sollte das Problem jetzt erstmal behoben sein. Okay. Und dann können wir, glaube ich, hier unten wirklich jetzt alles wegmachen. Also, das Ding hier könnte ich eigentlich sowieso schon mal wegmachen. Statt Kabel hätte ich das mal so. Ah, jetzt weiß ich, wohin es geht. Das ist die Conduit hier unten. Conduit. Ah, die können wir auch direkt anschließen. Das ist hier kein Problem. So. Noch nicht das Schönste, aber wie gesagt, eigentlich am liebsten möchte ich die ganzen weiten Strecken eben mit Dimension Transceiver lösen. Beziehungsweise mit diesen Wireless Transmittern von X-Ray Utilities. Denn wir haben einfach die meisten Möglichkeiten damit. Irgendwie
Ich weiß nicht, ob das Server gerade. Ich glaube, das Server leckt gerade wieder ein bisschen. Wer weiß. Naja, gut. So, machen wir diesen da. Diesen da. Diesen da. Diesen da. Okay. Und dann können die Dinger eigentlich weg. Das kann auch alles weg. Braucht keiner mehr. Der kann weg. Dann haben wir hier hinten nämlich den ganzen Mist endlich weg. Und sind nicht mehr so nah unterm Wasser. Wir bauen das hier hinten komplett zu und hier in die Richtung gehen wir einfach gar nicht mehr. Das war so meine Idee, weil braucht man nicht. Einzige Problem ist natürlich jetzt, mein Wassertank ist, okay, wir müssen das erstmal ganz kurz nochmal so machen. Extract, always active. Insert. Okay, damit das Ding erstmal voll bleibt. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir wollen nichts da kaputt machen. Dadurch. Okay. So, es sollte ja alles noch im Grün sein. Jetzt ist die Frage, wie viel verballern wir gerade? Ich meine, wir sollten ja nicht mehr verballern, als diese drei Dinger gemacht haben. Tun wir aber. Interessant. Achso, nee, stimmt, hier sind auch die normalen Dinger mit dabei. Wir verbrauchen jetzt 100 RF mehr im Moment. Was nicht unbedingt so das Problem ist, weil ich baller jetzt hier nochmal drei drauf. Okay, und dann habe ich mal mein das Ding und dann auf Copy Mode. Control Settings copied. Was haben wir hier? Wir haben hier Enhanced und Ender. Okay, das und Ender. So. Und Pastete. So. Wunderbar. Damit haben wir nochmal drei mehr, die uns Strom produzieren können. Und sollte es nicht ausreichen, können wir hier nochmal 5 hinstellen. Nochmal 5 hinstellen. Sollte es da irgendwelche Probleme geben. Gut. Ach guck mal, jetzt ist der Stromverbrauch sogar wieder runtergegangen. Jetzt sind wir nur 300. Wahrscheinlich war noch irgendeine Maschine an oder so. Irgendwas ist kurzzeitig angesprungen. Wer weiß. Okay. Gut. Ah, das gefällt mir schon mal gut. Dann wird das. Und dann können wir... Huch. Hier unten nehme ich mal. Huch, na komm. So. Das Zeug nochmal umstellen. Die ganzen Spawner mit ihrem gesamten Zeug. Weil das gefällt mir nicht so. Und die können wir theoretisch auch nach hier hinten stellen. Beziehungsweise ich könnte auch den Wassertank schon mal anders bauen. Ist ja vielleicht gar nicht so doof, ne? Dass wir den Wassertank schon mal umbauen. Ich probiere mal dieses Auto-Eject. Ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. So, Papa. Ich weiß nicht, ich glaube, er füllt nicht auf. Nein, er füllt nicht auf. Right-click with wrench to enable auto-output. Oder geht das vielleicht nur nach oben? Dann gucken wir mal, ob er nach oben outputtet. Ja, das tut er. Okay. Okay, gut. Dann können wir das eigentlich ein bisschen schöner mal hinstellen irgendwo. Habe ich eigentlich Cobblestone? Können das hier nämlich schon mal schön zubauen. Also ich müsste hier eigentlich noch... Ich muss ja eigentlich noch hier ein bisschen... verdammt. Okay, das verschiebe ich dann aus Kühn. Das ist jetzt nicht so schwierig. Da muss ich mir noch überlegen, wo ich das hinbauen hinhaben will am Ende. So. Okay. Jetzt weiß ich auch, was passiert ist. Der hat die Capacitor Bank aufgeladen. Hat die 25 Millionen. Nee, hatte ich nicht rausgenommen. Ich bin doof. Okay. Ich dachte jetzt, er hat sie aufgeladen, aber wir hatten die hier aufgehoben. Ist egal. Lasst mich. So.
Wie machen wir das jetzt? Ich bin am Überlegen, ob wir die vielleicht einfach hier in der Reihe hier hinten aufstellen, wo sie keiner sieht. Ist aber auch doof. Eigentlich wäre es schön, wenn wir sie vielleicht doch präsentieren, oder? So diese Spawner. Dass du dann schön siehst, oh, guck mal, jetzt macht der gerade was an dem Spawner, jetzt macht er gerade was an dem Spawner. Und so weiter. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir müssen es halt irgendwo offen hinstellen. Ich meine, wir können es hier hinpacken. Dass wir hier sozusagen einen Tower machen für die ganzen Spawner. Das Problem ist, wir kriegen keinen Strom richtig. Ah, ne, Moment. Wir können ja hier Dingens machen. Wir können ja einen Dimension Transceiver machen. Ist ja kein Problem. Wir haben sogar noch einen. Dann machen wir das doch. Komm hier. Ohne lange zu überlegen, wir machen das jetzt einfach. Bauen das mal ein bisschen schöner als hier hinten hin. Hier hinten hat man ja eh schon mal einen Kabeltunnel. Da können wir den auch gleich nochmal nutzen. Also. Cable. P2P. Und Memory Couch. Speichern. Jup, 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 jup. Oh, 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 oh. Hat sich das zurück? Ne, hat sich nicht verbunden. Ich dachte jetzt. Hat sich mit irgendwas verbunden. Okay, und dann. Okay, noch einen hoch. PTP. So. Das kann weg. Das Ding ist geladen. Jetzt habe ich mein Ender-Ding weggeballert. Warum ist es zweimal? Ah, der stackt das mit dem Ding. Strange. Okay. Lassen wir das. Nein, das wollte ich nicht. Vergessen, dass es kein Backpack ist, wo ich gerade drin bin. Okay. Ja, packen wir das mal weg. Wir brauchen eigentlich Smart-Kabel. Will ich wenigstens eins haben, dass wir hier den ganzen Mist dann sehen, was wir für Channel benutzen. So, und eigentlich, weißt du was, wir machen es mal so, wie es eigentlich sein sollte. Also wir färben das hier schon mal ein. So, Cyan. Weil es ist ja eigentlich der Cyan. Ne? Was ich eigentlich hier überall hätte machen sollen, damit ich weiß, wo ich gerade bin. Aber zu faul bin. Eigentlich müsste ich auch diese komplette Leitung hier Cyan einfärben. So nebenbei. Hier drüben habe ich es gemacht. Das hier ist Black. Das hier ist kein Cyan, das ist... Das erste ist Cyan, toll. Ach, das ist Black hier hinten. Warum ist das Black? Warum war das ein Black-Kabel? Ist eigentlich alles Fluix hier. So. Wunderbar. Okay. Da haben wir jetzt etwas Schönes. So, okay. Spawner. Ich sage heute wieder sehr viel, okay, es tut mir leid, falls ich damit jemanden irgendwie auf die Nerven gehe. Das nehmen wir auch noch mit. Und das Kabel kann weg und dann kann nämlich der ganze Mist hier dann weg. Alles, was hier ist, kann weg. Bis auf halt den Slice and Spice. Da muss ich nochmal gucken, wie wir das machen. So, den können wir auch mitnehmen. Falsche Tool. Können wir die ganzen Spawner schön aufeinander stellen? Schön so ein Türmchen bauen. So, so. Und dann Interface, Interface. So, das unten hat auf der Rückseite den Push. Und das hier machen wir disabled. So, das Ding ist ein. Was für ein Spawner? Schalker. Okay, unten ist Schalker. Moment. Irgendwas ist gerade strange. Warum zeigt er mir nicht an, was es ist? Das ist Enderman. Und das ist Schalker. Interessant, dass er mir es hier nicht anzeigt dann. Das ist interessant. Okay, also das hier ist Schalker. Zeigt er mir es hier drin an?
Ja, da drin zeigt es mir an. Faszinierend. The Man, okay. Wunderbar. Gut, dann haben wir das. Hier oben muss ich nochmal einstellen. Push. Aus. Wunderbar. Gut. Dann haben wir das. Ist auch geladen. Woran ihr übrigens erkennt, dass ein Netzwerk richtig funktioniert, also praktisch, dass es richtig geladen ist. Diese Channel kommen von hier mit der maximalen Anzahl und wären dann weniger und gehen halt praktisch zu den einzelnen Dingern hin. Hätten wir jetzt keine Verbindung hier unten, beispielsweise wenn ich jetzt mein Quarzkabel nehme, einfach nur um es kurz zu zeigen, dann würde Folgendes passieren. Dann werden die Channel auf dem kompletten Kabel, egal wo ihr welche anschließt, werden die Channel angezeigt. Wenn ihr ein Kabel habt am Ende, wenn ihr irgendwo in der Ecke ein Kabel schließt und muss ich jetzt kurz verbinden, so, und seht dann, dass keine Channel drin benutzt werden, dann ist es kein Subnetzwerk, dann ist es wirklich mit irgendwas Größerem verbunden. So, nebenbei. Also ihr habt einen Controller oder, ja, ihr habt einen Controller, sagen wir es so. Genau, ihr habt dann einen Controller, es ist mit dem Controller verbunden. So, nebenbei. Kleine Anmerkung. Gut, das haben wir auch. Die Frage ist halt, wo packen wir jetzt den Slice and Pies hin? Weil der stört hier hinten noch ein bisschen. Und das Kabelgewirr hier muss auch mal weg. Wo geht denn das eigentlich alles hier hin? Okay, das ist das Kabel, das heißt, das kann weg. Okay. Okay, das Kabel muss also bleiben. Das kann aber ein direktes Kabel werden. Das hier ist noch hässlich wie die Nacht. Aber teilweise auch notwendig. Machen wir hier die Cover drauf. Das müssen wir dann halt machen, die Cover. Aber trotzdem, das hier unten kann weg. Und das hier hinten kann weg. So. Okay, und theoretisch hier das auch. Gut. Dann müssten wir jetzt halt nur noch hier das. Wobei, wir könnten sogar. Moment. Wir können dieses komplette Kabelgewirr nach hier hinten legen. Wir machen zwar dadurch einen Knick, was mir nicht ganz so toll gefällt. Aber wir können das Kabelgewirr dahinter legen. Beziehungsweise, nee, wisst ihr was? Wir machen. Ich bin halt kein Fan von diesen. Es ist schön, dass es sie gibt, diese Conduits, dass man die mit anderen Conduits in einen Spot packen kann. Ich muss aber sagen, ich bin irgendwie nicht so der Fan davon, alles in einen Block immer zu packen. Alle Kabel. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin da nicht ganz so. Dann würde ich sagen, wir machen das einfach folgendermaßen. Wir machen hier lang. Dieses Kabel. Lass uns nach oben gehen. Ganz nach oben. Haben dann hier oben ein so ein Kabel. Das ist mir relativ egal. Wenn wir nur eins haben. Nur, dass wir nicht so viele jetzt vielleicht nutzen. Dass wir es wirklich sehr in Grenzen halten, diese Kabelbenutzung. Wirklich nur, wo es ansonsten kreuzen würde vielleicht. So, dann machen wir jetzt den Mist hier weg. Brauchen wir nämlich die ganzen Kabel hier nicht mehr. Das weg. Das weg. Das weg. Jetzt muss ich gucken. Kann das noch weg? Das kann noch weg. Okay. Das ist jetzt irgendwo wieder hingeflogen. Okay, ich hab's. Wunderbar. Wir brauchen hier halt trotzdem noch diese Dinger. Diese, wie heißen sie? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Die Conduit-Fassaden. Das ist mir aber wirklich total egal. Solange es nur Kabel sind, die einzeln sind. Hier habe ich eins vergessen. So. Okay. Dann haben wir das nämlich ein bisschen gespart. Gut. Dann können wir eigentlich den Boden schon mal komplett zubauen. Das geht. Wir können die Wand komplett zumachen. Jetzt bis auf den Slice and Spice, wo ich immer noch nicht weiß, wohin ich den ballern will. Mhm.
Am schönsten wäre es natürlich, wenn du die ganzen Dinger so sehen würdest. Wir haben ja nur ein Slice and Spice, ne? Ansonsten packen wir den einfach hier irgendwie, genau in die Mitte. Packen wir den einfach in die Mitte. Da können wir oben nochmal zwei Spawner draufpacken. Da haben wir insgesamt 5 Channel benutzt. Können dann hier noch 6, 7. Ja, müssen wir mal gucken. Packen wir es da hin, komm. Also wir brauchen noch Strom. Ich muss hier trotzdem noch ein Kabel dann ja verlegen. Hab ich nicht vergessen. Okay. Aber wir brauchen ja eh jetzt erstmal kurzzeitig nicht. Dann nehme ich das mal alles mit. Bup, bup. Okay, wunderbar. Das ist wesentlich ordentlicher jetzt. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Slice and Spice. Interfatze. Und dann nach hinten haben wir Busch. Achso, ich bin im falschen Ding jetzt drin. Da muss ich rein. Da hinten haben wir Push und hier unten haben wir nichts. Okay, oben auch nicht. Wunderbar. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Conduits, dass wir ein bisschen Strom kriegen. Conduit. Wir brauchen noch einen Dimensional Transceiver. Brauchen wir hier hin. Einstellung. Mace Power. Ne, nicht Send. Receive. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal die Painting Machine. Und sorgen mal dafür, dass wir mal ein bisschen was machen. Bisschen mit Fassaden. Da ist es. Habe ich noch Fassaden? Ich habe noch 2 davon. Ich weiß nicht, ob das. Achso, die sind nicht gepainted, okay. So. Okay, wir brauchen mehr Conduit Binder. Komm, auch mal 100. Wir haben es ja. Okay, dann können wir das schon mal rein. Können wir das schon mal painten. Ja. Dann bin ich eigentlich soweit ganz glücklich. Und dann können wir nämlich hier den Knick auch wegmachen. Theoretisch können wir das ganze Kabel nach vorne setzen, um ein. Dass wir gar keinen Knick mehr haben. Im Endeffekt, wir verbrauchen im Moment einen Platz zu viel, wenn man es sich überlegt. Ne? Wir können das Kabel einfach hier lang legen. Und dann haben wir keine Probleme mehr in der Form. So, also einmal hier vor. Und lassen wir es hier vorne verbinden. Geht gerade runter. Gut ist. Passt. Sitzt. Wackelt. Hat Luft. Bin glücklich. Okay. So, das kommt weg. Das kann auch weg. Braucht keiner mehr. Ah, ist schön. Ich finde es immer schön, wenn du dann irgendwann alles abreißen kannst wieder. Weil du es wesentlich schöner gebaut hast. Und jetzt es allgemein besser passt. So. Okay. Dann, ich komme nicht mehr raus. Cable. Nee, Quark, nicht Cable. Cobblestone. So, machen wir das hier hinten mal zu. So. Oak. Diese genagelten Plättchen. Und dann brauchen wir jetzt einfach nur die Fassaden, die wir jetzt hier haben. 1, 2, 3, 4, 5. Man erkennt nichts mehr. Wunderbar. Brauchen halt noch ein paar mehr Fassaden, aber. Fassade. Nee, Binder. Binder. 13. Ja, okay. Wird schon passen. Ich hab gerade nur überlegt, ob wir es automatisieren sollten. Aber. Okay, wir brauchen 3, eigentlich 5. Das heißt, wir bauen das hier schon mal komplett fertig. Dass wir einfach nur dann hinpacken müssen, was wir brauchen. Also wir machen die hier schon mal Seilen. Machen hier schon mal Kabel hin.
Und dann ballern wir einfach nur da drüber und freuen uns dann, dass wir einfach später nur alles anschließen müssen und alles schon fertig für uns ist. Okay, eins warte ich noch ab. So. Wunderbar. Ja. Ne, ist doch ganz schön. Dann wird das jetzt wieder automatisiert. Wir sollten alles craften können. Also wenn wir jetzt hier so einen Logic Controller machen wollen würden, sollten wir es einfach machen können. Achso, wir craften noch irgendwas, ne? Achso, Solarium, ja. Also gleich sollte es soweit sein. Ich will nur mal prüfen, ob das alles so funktioniert. Ja, das funktioniert wunderbar. Okay, dann könnten wir hier theoretisch auch nochmal warum nicht? Warum warten? Wir packen überall einfach die Dinger rein. Das Ding verbraucht natürlich 1611 pro Tick. Das ist eine Riesenmenge. Und das wird mit so einem Upgrade noch wesentlich mehr verbrauchen, aber so oft benutzt man es ja nicht. Gut. Ja. Das ist doch schön. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Vielleicht machen wir dann hier, was ich gesagt habe. Wenn ihr mir irgendwie da zustimmt. Oder es sei, also ihr könnt natürlich dagegen stimmen. Dann machen wir es nicht. Andernfalls machen wir es. Dann bin ich mal gespannt, ob wir es irgendwie hinkriegen. Ich meine, es sollte möglich sein. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? In Cauldron sollten wir mit Hopper oder sowas reinpacken können. Also dann auch theoretisch mit Interface. Hibari-Steuerung wird halt so eine Sache. Da müssten wir was automatisieren. Dass wir einen Cauldron haben mit Stokefire und einen Millstone. Nicht einen Millstone. Ein Cauldron und ein Crucible. Oben steht immer Millstone, ich weiß. Verwirrt. Und dann das alles mal so ein bisschen bauen. Hier müssen wir einfach nur oben was drauf droppen. Das heißt, wir müssen im Endeffekt mit dem Redstone-Signal signalisieren, hey, platziere die Urne. Also praktisch, wir packen die Urne rein, die Urne wird platziert. Wenn die Urne da ist, dann packen wir oben Zeug hin und so weiter. Es sollte wirklich möglich sein. Wir müssen mal schauen. Wobei es im Moment irgendwie einen Bug gab mit den Soul-Urnen, dass man da ein bisschen schwierig Hellfire das bekommt. Aber egal. Jedenfalls würde ich trotzdem sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht mal beim nächsten Mal Soulforge Steel. Und ja, dann ciao und noch einen schönen Tag. Tschüss.